Jenfelder Gespräche, der Corona-Podcast. Herzlich willkommen in meinem Pastorat. Wir haben gleich ein Interview mit Professor Dr. Roland Werner. Der ist Mitinitiator der Aktion Deutschland betet gemeinsam, kommenden Mittwoch um 17 Uhr. Sie können dabei sein. Und es geht um Corona und dass wir gemeinsam beten wollen gegen Corona und für die Menschen. Außerdem wird er eine theologische Einordnung von Corona geben. Was ist eigentlich mit Corona und Endzeit? Und wie geht die Weltchristenheit insgesamt mit diesem Phänomen um? Jetzt habe ich noch ein großartiges Bibelwort für Sie. Ein Wort der Ermutigung, wie wir es gerade in dieser Zeit so nötig brauchen. Und zwar aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 42, Vers 3. Da sagt Gott seinem Volk Israel folgendes Wort und wir dürfen uns da auch durchaus mitgemeint sehen. Das geknickte Schilfrohr wird Gott nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ich weiß nicht, wie Sie sich jetzt gerade fühlen, aber wir alle kennen Situationen, in denen fühlen wir uns wie ein geknickter Halm oder wie ein Docht, der nicht mehr lange brennen wird. Und die Zusage Gottes ist, ich will dich nicht fertig machen. Ich will dich nicht auch noch treten. Ich will dir nicht den letzten Stoß geben, sondern ich habe dich lieb, ich meine es gut mit dir und ich will dir aufhelfen. Gott ist auf unserer Seite. Und wir können das für uns in Anspruch nehmen. Wir können das für uns entdecken, wenn wir ihn im Gebet ansprechen. Dazu möchte ich Sie auch ganz persönlich ermutigen. Und jetzt Professor Dr. Roland Werner im Interview. Ja, jetzt bin ich verbunden mit Professor Dr. Roland Werner. Wir kennen uns schon seit über 30 Jahren, sind uns immer mal wieder über den Weg gelaufen. Roland ist jetzt Professor für Theologie im globalen Kontext an der Theologischen Hochschule Tabor in Marburg. Und Roland, du bist ja einer der Initiatoren oder Unterstützer von dieser Aktion Deutschland betet gemeinsam, wo am Mittwoch von 17 Uhr bis 18.30 Uhr die Christen in Deutschland aufgerufen sind, gemeinsam zu beten gegen Corona und für die Menschen. Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, was da der geistliche Hintergrund ist und wie man da mitmachen kann? Ja, also erstmal hallo und ich freue mich auch, lieber Thies Hacke, dass ich dich mal wieder sehen kann, jedenfalls hier jetzt live. Und ich glaube, wir haben uns kennengelernt, als ich mal eine Hochschulevangelisation in Kiel gemacht habe, vielleicht 1991, 92 irgendwie oder ein paar Jahre später in dieser Kante. Ja, richtig, also ich weiß das noch, da hast du so einen echt total coolen Pullover in Regenbogenfarben getragen und das, du sahst so unglaublich gut damit aus. Und meine damalige Freundin, die inzwischen meine Frau ist, die bekam dann den Auftrag, mir auch sowas zu stricken und das hat sie tatsächlich gemacht. Und den habe ich immer noch, den Roland Werner Pullover in meiner Sammlung. Okay, aber jetzt darfst du erzählen. Genau, ja, ich kann mich an diesen Pullover nicht mehr erinnern. Ja, also als ich vor ein paar Tagen angerufen wurde von Fadi Krikor, das ist ein guter Freund, der Syro-Armenier ist, aber seit er Jugendlicher ist, in Deutschland wohnt, ob ich mitmachen würde, habe ich erst gedacht, ja, guck mal dir das ein bisschen genauer an, aber dann ganz schnell gemerkt, es geht wirklich um das gemeinsame Gebet. Und er als einer, der ist Architekt ist, jetzt kein Pastor, aber sich sehr engagiert auch für Wiederaufbau in Syrien und überhaupt auch für geistliche Dinge, hat da sich anscheinend mit Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg zusammengetan und auch mit Tobias und Frauke Teichen und manchen anderen vom ICF München und ein paar anderen. Und ich habe gemerkt, das ist eine überkonfessionelle Sache. Ich bin selbst jetzt ja in der evangelischen Landeskirche. Ich bin da auch Prädikant hier in Kuessen-Waldeck. Aber ich habe gemerkt, beim Beten, da können wir gerne, auch wenn wir vielleicht manche Lehrunterschiede oder andere Unterschiede haben,
wirklich gut zusammenstehen. Und dieses Anliegen, Deutschland betet gemeinsam, habe ich deswegen gleich von Anfang an unterstützt, auch versucht, das ein bisschen weiterzugeben. Also wir hoffen, dass es viele, viele Menschen sind. Man kann sich da eintragen. Zurzeit sind es gerade, glaube ich, 12.500. Ich denke, das wird noch hochgehen bis Mittwoch, die gesagt haben, sie beten da mit. Man kann sich da einschalten. Es gibt dann einige, die man sehen wird. Da sind auch verschiedene Bischöfe dabei und andere Persönlichkeiten, die Ja, dann das ist auch. ja eine ganz breite Allianz, ne? Ja. Aus evangelischer, katholischer Kirche, Freikirchen und sogar in den jüdischen Raum rein. Ja. Das ist ja wirklich etwas ganz Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob es das jemals gegeben hat, so eine breite Allianz Ja. für Gebet. Das finde ich einfach großartig. Ja. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was, oh, Entschuldigung, was ich da etwa im süddeutschen Raum entdeckt habe, in Augsburg, München, so die Umgebung, da ist auch das Miteinander, gerade auf der Ebene derer, die missionarisch etwas wollen, das ist über Jahre gewachsen und das kann jetzt Früchte tragen. Und wir, die sagen wir mal sagen, die etwas norddeutscher geprägt sind, ist das vielleicht noch nicht ganz so bekannt, aber diese starken ökumenischen, im guten Sinne ökumenischen, also verbindende Netzwerke, die sind da. Ja, und man wird dann so beten, einige werden beten. Es geht im Grunde nicht um Sonderdinge, sondern wir wollen für unser Land beten, wir wollen für die Menschen in unserem Land beten. Jemand hat mir gesagt, ja, ist das nicht zu deutschlastig? Dann denke ich, naja, gut, der Fadi selbst ist schon, der Initiator ist selbst schon Syrer, Syro-Armenier. Also ich glaube, es geht jetzt nicht um irgendein deutsch-nationales Ding, sondern es geht einfach mal zu sagen, gemeinsam sich hinzustellen und sagen, Herr, wir brauchen dich auch in unserem Land. Ich meine, ich denke, dass du für den Stadtteil Hamburg-Hirnfeld betest. Ich bete hier in Marburg, wo ich wohne. Und das ist auch legitim, weil wir halt in Raum und Zeit leben und auch geografisch eben leben. Und es wird ein Gebet sein der Fürbitte. Ich glaube nicht, dass jetzt da irgendwelche besonderen Thesen oder so vertreten werden, sondern wie du schon sagst, in der großen Gemeinsamkeit, was können wir gemeinsam tun? Wir können unseren himmlischen Vater durch Jesus Christus anrufen, wir können ihn bitten, unser Land zu segnen, wir können ihn bitten, dass auch die Corona-Zeit, die Corona-Krise, dass sie trotz allen Schweren vielleicht auch zu einer Besinnung führt. Und das Besondere ist jetzt auch bei diesem Gebet, es ist der Anfang des jüdischen Pessachfestes, des Passafestes. Und wir sind in der Karwoche. Also da kommen drei Dinge zusammen. Einmal so dieser äußere Anlass Corona. Es ist die Karwoche, es ist der Anfang der Pessachwoche. Wie du schon sagtest, wird auch jemand von der jüdischen Synagogengemeinschaft dabei sein. So stellen wir uns zusammen und sagen, Herr, bitte, wir bitten dich, dass du uns segnest und uns auf guten Wegen führst. Und in diesem Sinne mache ich das sehr gerne mit. Und kannst du mal rein praktisch sagen, was muss man tun, wenn man sich da einklinken will? Also es gibt diese Internetseite deutschlandbetetgemeinsam.de. Also Deutschland betet gemeinsam ist zusammengeschrieben.de. Und dann kommt man schon drauf. Da steht all die ganze Info, wer das auch unterstützt. Und wenn man nach unten dann rollt, dann kann man seinen Namen eintragen, einfach Namen und Ort. Und dann kriegt man da die Infos, wie das weitergeht. Wie du schon sagtest, Mittwoch, jetzt den 8. April von 17 Uhr bis 18:30 Uhr. Und so wie ich das verstanden habe, kann man sich dann über einen Link in eine YouTube-Übertragung einklinken und dann nimmt man sozusagen über sein Empfangsgerät an einem Internet-Gottesdienst, an einem Gebetsgottesdienst teil, Ja, ne? genau so ist es. Es ist jetzt nicht so, dass jeder der mehreren 10.000, die da wohl sein werden, dann auch laut und hörbar für die anderen beten kann, sondern es ist eine ausgewählte Gruppe von 30, 40 Leuten, die dann auch beteiligt werden. Es gibt da auch Grußworte und es gibt Musik und vor allen Dingen natürlich Gebete. Der Hauptpunkt wird wirklich Gebet sein und dann kann man sich entweder alleine oder mit dem Partner oder der Familie oder mit wie immer man jetzt in diesen sozialen Zeiten unterwegs sein darf, kann man sich da dazu klinken und dann einfach im Herzen oder auch laut mitbeten. Danke, Roland. Also meine Idee war ja jetzt gerade in diesem Moment mit dir Kontakt aufzunehmen, weil ich meiner Gemeinde das gerne auch anbefehlen möchte, also dass die mitmachen
und dachte mir, mit so einem Interview im Podcast kriegt man nochmal eine Aufmerksamkeit dafür. Und ich bin da auch völlig dabei, werde selber mitmachen und denke, dass das eine ganz großartige und wichtige Sache ist. Jetzt, wo ich dich schon mal da habe, du bist Professor für Theologie im globalen Kontext. Und ich weiß, das hat mich immer so auch so beeindruckt an dir. Du hast unglaublich viele Beziehungen weltweit zu Christen und zwar immer sehr persönliche Beziehungen. Du kennst hier jemanden, du kennst da jemanden. Wenn du jetzt auf Corona guckst und siehst, wie in der Welt Christen darunter zu leiden haben oder damit umgehen, gibt es da Dinge, die dir auffallen, die vielleicht eine Inspiration für uns sein können, wie Christen rund um den Globus sich in dieser Krise jetzt verhalten? Also ich glaube, dass auf der einen Seite ist ja Corona sowas wie wir werden alle gleich gemacht. Also wir dürfen alle nicht raus oder sollen alle nicht raus. Wir kämpfen alle um Klopapier. Es ist sozusagen so eine sowas Gleichmachendes. Ich hatte jetzt gerade ein Zoom-Gespräch, also per so ähnlich wie Skype, Internet, mit einer Gruppe von jungen Pastoren, die ich begleite aus verschiedenen Ländern oder Missionaren. Da ist ein Brasilianer, der in Jordanien ist, da ist einer aus dem Kosovo, da ist ein Pastor aus Island und aus der Slowakei, ein slowakischer Pastor aus Serbien, aus der lutherischen Kirche und so 12 Leute. Und wir haben jetzt vor ein paar Tagen miteinander gesprochen und ich habe gemerkt, erstmal die Situation ist überall sehr ähnlich. Die Leute sind alle eingeschlossen und die Gemeindenveranstaltungen, die müssen überall irgendwie anders durchgeführt werden. Also von Island bis nach Jordanien oder in den Kosovo oder Serbien hinein, das ist überall das Gleiche. Und es ist dann gleichzeitig so, dass die Leute sehr kreativ werden. Also man staunt, was man dann alles dann doch auf einmal auf die Beine bringt. Wir haben jetzt natürlich in unserem Land sind wir sehr gut abgefedert, auch von den Versicherungssituationen her. Unser Bruder Alban, der aus dem Kosovo, der aus einer islamischen Familie kommt, er wohnt auch mit seinen Eltern noch zusammen, aber er leitet so die Jugendarbeit der etwa 30 christlichen Gemeinden, die es im Kosovo gibt. Die sind alle sind kleine Gemeinden, insgesamt sind das vielleicht 800, 900 Leute, aber immerhin in 30 Gemeinden, die erleben jetzt natürlich sehr, sehr viel Armut auch um sich herum. Und wir haben jetzt, Freunde von mir haben es in ganz kurzer Zeit hingekriegt, mehrere tausend Euro zu sammeln, um diesen Geschwistern im Kosovo zu ermöglichen, dass sie Mehl und andere Grundnahrungsmittel kaufen können und es auch ihren muslimischen Nachbarn, die wirklich leiden, weitergeben. Also ich merke, das ist so das Zweite. Das Erste ist, wir sind alle gleich. Das Zweite vielleicht, wir suchen nach neuen Gottesdienstformen. Das Dritte ist, erleben jetzt auch mancherorts noch größere Bedrängnis, als wir das in unserem Wohlstandsland haben. Aber da gibt es dann auch kreative Antworten darauf. Und ich denke, dass das auch wichtig ist, dass wir eben im Rahmen des uns Möglichen schauen, was können wir machen. Nochmal ein weiterer globaler Blick vielleicht. Wir haben als Christustreff Marburg, zu dem ich ja gehöre, den ich mitgegründet habe, seit vielen Jahren ein Gästehaus in der Via Dolorosa, also dem Leidensweg Jesu in Jerusalem, in der Altstadt an der Station. Und normalerweise würde jetzt allein heute an diesem Palmsonntag oder in dieser ganzen Karwoche würden da Tausende und Abertausende Menschen aus aller Welt als Pilger da sein. Jerusalem ist leergefegt. Man kommt in die Altstadt nicht rein und raus. Wer drin lebt, der bleibt drin und wer draußen lebt, kommt nicht rein. Und unser Haus ist menschenleer. Unsere Volontäre, also freiwilligen jungen Mitarbeiter, mussten abreisen. Unser Leitungsehepaar ist noch da. Also überall ist so ein Shutdown, so ein Stillstand. Und ich glaube, dass die Chance ist, und das sehe ich auch in dem, ich kenne jetzt ja nicht überall die Welt, aber doch an vielen Stellen bringt es die Menschen neu zum Nachdenken und auch die Christen neu zum Beten. Und vielleicht noch ein Gedanke, das ist natürlich so, die verfolgten Christen, die erleben das ja ständig, dass sie sich vielleicht gar nicht treffen können, dass sie alleine ihren Glauben leben müssen oder dass sie sich in
kleinen Gruppen treffen, vielleicht zum Beispiel an Jesus glaubende ehemalige Muslime im Iran, im Untergrund oder in Saudi-Arabien oder Nordkorea, könnte ich mir das auch vorstellen und, und. Also unsere Situation, dass wir so uns immer frei zu großen Gottesdiensten treffen können und dann auch mal sagen, ach, habe ich jetzt Lust oder habe ich nicht Lust, das ist ja in vielen Verfolgungssituationen überhaupt nicht. Von daher können wir vielleicht ein bisschen nachspüren, ein ganz klein bisschen, was diese Isolation bedeutet. Und Bonhoeffer hat da mal in seinem Buch Gemeinsames Leben drüber geschrieben und hat gesagt, ja, eigentlich ist das ja der Normalzustand. Jesus war auch alleine in Gethsemane. Vielleicht ist das sogar der Normalzustand und hat uns darauf aufmerksam gemacht, was für ein großes Geschenk das eigentlich ist, dass wir in Gemeinsamkeit leben dürfen und auch Gottesdienste feiern können. Also die Chance in unserer sich immer mehr individualisierenden Gesellschaft, den Wert von Gemeinschaft wieder neu schätzen zu lernen, wenn Corona mal vorbei ist. Also es ist ja im Moment so, viele Christen, die drehen ja richtig am Rad, weil sie sich überlegen, was Corona nun eigentlich zu bedeuten hat. Manche denken, das ist eine Strafe Gottes für ganz bestimmte Sünden. Die haben sie dann meistens auch vor Augen, für was das genau eine Strafe ist. Andere, die sind mehr mit ihrem Kalender am Rechnen, wann der Herr nun wiederkommt, möglichst bald, am liebsten übermorgen. Das müsse nun so sein, weil jetzt ja schon eine weltweite Krankheit da ist. Du als Professor der Theologie und als reifer Christ, sage ich jetzt mal, wie würdest du diese Sache einordnen? Haben diese alarmistischen Christen recht oder wie ist deine Sicht auf Corona? Also, wie gesagt, genau, es ist meine Sicht. Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich würde sagen, erstmal von dem biblischen Zeugnis her ist Endzeit von dem Zeitpunkt an, wo Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist und uns in die, als Gemeinde sendet in alle Welt und bis er wiederkommt. Also das, die Endzeit, auch im Johannesbrief steht das schon, es ist letzte Zeit, liebe Freunde, liebe Kinder, sagt er da. Also die Endzeit ist schon da, wir sind in dem letzten Abschnitt vor der Vollendung. Und nebenbei, das ist ja was Positives, auf das wir zugehen. Wir gehen ja nicht auf, es geht durch wen hindurch, so sagt Jesus auch, aber es ist ja eine neue Schöpfung. Es ist ja Gottes ewige Welt, die wir uns ja gar nicht richtig vorstellen können. Also eigentlich sollte man sowieso nicht alarmistisch sein, Wort habe ich gerade gelernt von dir, sondern so wie Jesus einmal sagt, erhebt, wenn ihr alles seht, wie das anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung näher kommt. Aber wie nahe sie kommt, das weiß keiner und da soll man sehr, sehr vorsichtig sein. Also wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich, es gibt vielleicht ein einziges relativ genaues Anzeichen des Endes. Da sagt Jesus einmal, dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden allen Völkern und dann wird das Ende kommen. Und wenn ich jetzt mal auf die Weltmissionssituation gucke, dann weiß ich, es gibt ganze Völker, zum Beispiel im Sudan, wo ich mich ein bisschen auskenne, die haben noch nie das Evangelium gehört. Die haben keine Bibel in ihrer Sprache, geschweige denn nur das Katechismus. Die haben keine Kirchenlieder, die haben keine Kirchen, die haben gar nichts. Das heißt also, sowas wie Corona ist im weiteren Sinne ein Zeichen einer vergehenden Welt. Aber es ist sicher nicht so zu bewerten, dass wir jetzt sagen müssen, oh ja, jetzt wird es ganz schlimm. Und wenn man mal in die Kirchengeschichte schaut, dann gab es viel größere Pestereignisse. Zum Beispiel unter Kaiser Justinian dem Großen, dem Ersten, im 6. Jahrhundert, da ist sind 40% der Menschen im Römischen Reich, die ja auch zum großen Teil Christen waren, sind gestorben. Oder die großen Pestwellen im 14. Jahrhundert, als der Schwarze Tod kam, ab so 1348, 49, wo fast die Hälfte der Europäer gestorben sind. Und diese Pestwelle ist ja immer wieder gekommen, auch noch zu Luthers Zeit. Luther hat ja auch eine Pestepidemie in Wittenberg erlebt. Also ich denke mal, wir müssen das alles in einer gewissen Perspektive sehen und sagen, ja, diese Welt ist eine gefallene Welt. Die Schöpfung ist eben nicht perfekt. Die Sünde hat hier manches kaputt gemacht. Corona gehört da irgendwie auch dazu.
es kann ein Weckruf sein, aber manche Menschen leiden unter ganz anderen Sachen und es ist genauso ernsthaft und genauso ernst zu nehmen. Also, dass wir jetzt auf einmal so weit sind, dass wir sagen, so, das ist jetzt sozusagen kurz vor Mitternacht und Jesus kommt übermorgen wieder. Also das halte ich. Ich glaube, da ist eine Übersteigerung. Das können wir nicht wissen und brauchen wir auch nicht zu wissen. Danke für diese Einordnung. Paulus, der hat ja mal gesagt, auf diese Frage, wir sind der Wiederkunft Christi, also dem Weltende, jetzt näher als damals, als wir zum Glauben gekommen sind. Ein sehr kluger Satz, der geht immer und der ist auch niemals falsch. Bleiben wir also bei Paulus oder auch bei Luther, der gesagt hat, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ja. Wenn man uns beide anguckt, man sieht es mir mehr an als dir, aber wir sind ja beide auch schon über 50 und gehören damit zur Risikogruppe von Corona. Wie gehst du damit um? Hast du Angst oder was hilft dir persönlich in deinem geistlichen Leben, um mit dieser Bedrohung gut umzugehen? Also ich bin sogar über 60, also von daher, ich würde jetzt mal sagen, wir versuchen einen gewissen Rhythmus in unserem Tag zu haben. Wir versuchen ab und zu an die frische Luft zu gehen, so wie jetzt, wo ich gerade hier draußen auf unserer Veranda sitze. Aber ich versuche das Normale zu tun, also das, was wir eigentlich immer tun. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, manche Schreibprojekte zu machen. Ich arbeite ja an Bibelübersetzungsprojekten in Afrika, da kann ich jetzt jeden Tag paar Stündchen reingeben. Also, aber Angst habe ich nicht. Also meine Frau Elke hatte relativ früh in unserer Ehe Hodgkins, Lymphdrüsenkrebs. Da hatten wir gedacht, das könnte zum Ende führen. Hat es Gott sei Dank dann doch nicht, sondern sie lebt noch heute. Und ich denke mal, ja, es ist ernst zu nehmen. Wir halten uns auch zurück. Wir sind hier auch nicht sozial isoliert, aber physisch isoliert. Das ist ein Unterschied. Also wir haben hier auch Freunde oder Mitbewohner, die wir halt auf 2 Meter Abstand grüßen und auch miteinander Austausch haben und viele Telefone und so weiter. Aber Angst habe ich überhaupt nicht. Ich denke, letztlich ist Gott immer noch der Herr der Sache und der kann hier gleich einen Ziegel auf den Kopf fallen, dann hat er mit Corona gar nichts zu tun. Oder der kann sagen, Roland, du kriegst eure Corona-Weste, nimmst ein paar Pfund ab dabei, wenn du das Fieber dich durchschüttelt und dann kommst du hinterher raus. Also ich will das nicht leicht reden, aber ich glaube, man darf jetzt sich auch nicht ins Boxhorn jagen lassen durch diese Sache. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte. Ins schöne Hamburg grüße ich natürlich Jenfeld, da war ich auch schon mal. Ihr seid doch die Stadt mit der besten Lebensqualität Deutschlands oder irgendwie sowas. Genau. Vielen Dank für die Grüße. Hamburg grüßt dich zurück. Dankeschön. Es hat mir großen Spaß gemacht, mal wieder face-to-face mit dir zu reden, auch wenn es über die Technik ist. Und ich wünsche dir Gottes reichen Segen und bis bald mal wieder. Okay, tschüss, Roland. Wow, was für ein Unikum dieser Roland Werner mit seinen weltweiten Beziehungen und wirklich einer tiefen Schau auf die Dinge und auf das, was im Moment gerade los ist in unserer Welt. Und da machen wir doch mit, oder? Mittwoch, 17 Uhr, gemeinsam beten. Deutschland betet gemeinsam. Ich gebe Ihnen den Link in der Videobeschreibung, da können Sie sich dann anmelden, wenn Sie mögen und auf jeden Fall bei YouTube und dieser Übertragung des Gebetsgottesdienstes dabei sein und einfach gemeinsam einstehen für die Menschen in unserem Land vor Gott im Gebet. Gebet, mein Stichwort. Ich möchte Sie wieder einladen, mitzubeten. Sie wissen, beten, dazu brauchen Sie keinen Pastor oder irgendjemand anderen. Dazu brauchen Sie nur Gott, dazu brauchen Sie nur Jesus und der ist bei Ihnen, auch im stillen Kämmerlein, auch wenn Sie keinen Menschen um sich haben. Und wenn Sie es noch nie gemacht haben, probieren Sie es mal aus in diesen Tagen. Und wenn Sie es lange nicht mehr gemacht haben, probieren Sie es mal wieder. Auch dazu möchte ich Sie ermutigen. Okay,
dann lassen Sie uns doch miteinander beten. Lieber Herr, wir danken dir für gute Nachrichten aus Deutschland. Wir danken dir dafür, dass es so aussieht, als wenn sich die Negativzahlen im Bereich von Corona, der Neuinfektionen und der Toten langsam stabilisieren, nicht mehr exponentiell wachsen, sich langsam normalisieren. Und wir bitten dich einfach, dass dieser Trend weitergeht und dass die Zeit von Corona bald zu Ende ist. Und bitte schenke, dass auch dieser Gebetstag am Mittwoch dazu beiträgt und wirklich viele Christen zusammenstehen im Gebet, um vor dir für die Menschen einzutreten. Und lieber Herr Jesus, wir bitten dich, dass diese Zahlen, wie ich es gerade angesprochen habe, die in Deutschland besser werden, dass die sich auch weltweit verbessern, gerade auch in den USA, wo die Krise im Moment offensichtlich auf ihren Höhepunkt zuläuft. Bitte segne auch da, heile auch da, gib den Helfern dort auch Kraft. Und wir wollen dich auch heute bitten für unsere Lieben, für die Menschen, die uns ganz persönlich nahestehen, für unsere Familie, für unsere Verwandten und Freunde und die, die uns darüber hinaus noch wichtig sind. Bitte stell uns mit ihnen unter deinen Schutz und gib uns deine Heilung da, wo Leute bereits erkrankt sind, und segne du uns. Und so beten wir gemeinsam das Gebet, das du deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund, halten Sie die Ohren steif, tschüss und bis bald.